Ah, sie. Ein Spezi von mir, der Ritschi, der ist Trockenbauer. Und der hat mich neulich einmal gefragt, sag einmal, Moni, wann sind wir Deutschen eigentlich so blöd und so faul geworden? Sag ich, ja. Du meinst, weil wir Karl Lauterbach zum beliebtesten Politiker gewählt haben? Karl Lauterbach, dieses Ein-Mann-Panikorchester. Der Mann, der öfter bei Markus Lanz war als Markus Lanz selber. Sag ich, oder wie meinst du das jetzt ganz konkret? Sagt der Ritschi, weißt Moni, Deutschland war doch mal ein Land, wo die Menschen innovativ waren, ehrgeizig und fleißig. Und jetzt, 20 Jahre Bauzeit für einen Flughafen, völliges Chaos bei der Corona-Bekämpfung. Du, und neulich zum Beispiel, hat er gesagt, hat sich bei mir ein junger Bursch für eine Lehrstelle beworben. Ja, da sage ich, das ist doch gut. Heute möchte normalerweise jeder, der für Jura zu blöd und fürs Handwerk zu faul ist, Philosophie studieren. Oder er will gleich Reality-Star werden und im Dschungel Antilopenhoden knabbern, damit er von RTL 100.000 Euro bekommt. Ja, sagt der Ritschi, stimmt, aber dann kommt dieser Rotzlöffel mit einem Zeugnis, das der Sau kraust, in Trainingshosen, Baseball-Kappi, schräg auf dem Ballon und einem Loch im Ohrwaschel, das ich mittendrin bis auf die Zugspitze schauen hab können, und sagt zu mir, Brudi, du willst nicht ins Klo? Und wann habe ich denn das erste Mal Urlaub? Weil Work-Life-Balance ist mir voll wichtig, verstehst du? Work-Life-Balance, das war früher mal, wenn sich der Fliesenleger, der 6 Tage die Woche 12 Stunden durchkackelt hat und am Sonntag noch schwarz den Keller vom Bürgermeister verfugt hat. Für den hat Work-Life-Balance geheißen 45 Jahre Knochenarbeit, einen Tag nach Rentenbeginn tot umfallen. Und wenn man den Sarg von dem aufgemacht hätte, dann war der innen gefliest gewesen. Ich meine, es ist schon wichtig, dass man sich zwischendurch von der Arbeit erholt. Das ist schon klar. Es gibt sogar Leute, die sich während der Arbeit erholen. Ich sag nur Olaf Scholz, der 7 Schläfer unter den Staatslenkern. Aber ich habe noch nie gehört, dass man sich hauptberuflich erholt. Und wenn einem fad ist, dann schaut man vielleicht einmal zur Entspannung bei der Arbeit vorbei. Neulich war ein Foto von einer Magnetschwebebahn in China in der Zeitung, die täglich in Lichtgeschwindigkeit Tausende von Chinesen zu ihrem Arbeitsplatz bringt. Und dann blätterst du um und auf der anderen Seite ist ein Foto von Robert Habeck, der feuchte Traum aller Waldorfpädagoginnen, der mit den üblichen Inselbegabten völlig fasziniert um ein Lastenfahrrad steht, als ob das die innovativste Erfindung des 21. Jahrhunderts ist. Und da stellt man sich schon die Frage, wer da langfristig das Rennen machen wird. Ich sag's Ihnen, bei diesen ganzen Politgestalten, da kriegt das Wort Gruselkabinett eine völlig neue Bedeutung. Schauen Sie, in Österreich, da wird ein Kanzler der Korruption verdächtigt und muss zurücktreten. In Deutschland wird ein Minister der Korruption verdächtigt und wird Kanzler. So schaut's aus. Wissen Sie überhaupt, wie unsere Innenministerin heißt? Nancy Faeser. Noch nie gehört, gell? Ja, das ist ja auch kein Name für eine deutsche Innenministerin. Weil so eine Frau heißt gefälligst Hildegard Hamm-Brücher oder wenigstens Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Aber doch nicht Nancy Faeser. So heißt die ostdeutsche Kassiererin beim Lidl. Die mit den langen Glitzerfingernägeln und der pinkfarbenen Strähne über der Stirn, die immer ein bisschen nach ihre 4 Hunde riecht. Und drum habe ich auch eine Heidenangst, wenn es um diese Energiewende geht. Weil wenn wir Windräder bauen, dann sind das ja deutsche Windräder. Und ich bin mir sicher, wenn die dann in 20, 30 Jahren da stehen, dann sagt das erste Windrad, Mei, ich möchte gern woanders hin, weil hier ist so windig, da kriege ich ja einen Schnupfen. Und das zweite Windrad sagt, ja, also dieses ständige Rotieren, das geht ja gar nicht. Ich wollte ja eigentlich irgendwas mit Medien machen. Ja, und das dritte Windrad, das funktioniert einwandfrei. Und da steht dann drauf, Made in China. Und dann hat er uns endgültig in der Hand, der Chines. Weil wir haben ja alles andere längst abgeschaltet. Die Kohle, die Kernkraft und unser Hirnkastel. Und wenn es dem Herrn Xi Jinping oder seinem Nachfolger zu blöd wird, dann drückt er einfach auf einen Knopf und dann ist bei uns Feierabend. Dann werden wir einen Blackout haben. Und zwar einen richtigen. Nicht wie neulich, als alle fast durchgedreht sind, nur weil sie für 3 Stunden auf Tinder mal keine Schwanzfotos hochladen konnten. Nein, der nächste Blackout, der wird Tage dauern. Und spätestens dann, wenn am dritten Tag die Schiebetür vom Supermarkt nicht aufgeht und Nancy Faeser sich im Dunkeln an der Kasse ihre Glitzernägel lackieren muss. Und allerspätestens, wenn die geschälten Kartoffeln im Glas aus sind, dann bricht Panik aus, weil Kartoffeln selber schälen. Ja, wer sollte das denn tun? Und vor allem, wie? Und wenn Sie sagen, ja, dann gibt's bei uns einen Bürgerkrieg.
dann sage ich Ihnen jetzt, was der Ritschi gesagt hat. Bürgerkrieg in Deutschland? Niemals. Weil der Großteil der Deutschen ist inzwischen so wohlstandsverwahrlost, dass er sogar dazu zu faul ist.